Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4, die Singleplayer-Kampagne. Ich habe hier schon ein bisschen weitergespielt, aus Versehen. Da kam ja der Panzer letzte Folge, ich glaube, dass der da kam. Ja, das sollte gekommen sein. Mussten wir hier durch die Häuser ein bisschen durchschlängeln, ein paar Leute ab. Nein, also nicht, ihr habt nicht wirklich was verpasst. Es tut mir jedoch trotzdem leid. Aber trotzdem weiter geht's. Jetzt in Battlefield 4. Vorne sind welche. Oh mein Gott. Es ist kalt hier. Die drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Hallo. Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Fluss zu kommen. Yo. Los. Rein hier. Amerikaner? Gut. Wir brauchen Hilfe. Was ist das denn? Oh, hast du jetzt das Sagen? Da geht's nicht weiter. Ich wollte nur gucken, ob da vielleicht eine Waffe liegt oder so. Jetzt komm schon! Ja, ich bin unterwegs. Warst du nicht gerade nach unten? Interessant. Augen auf, Wrecker. Alles klar. Natürlich, Pack. Die werden uns nichts tun. Wie geht's? Die Homer? Okay. Pass doch auf! Deck vom Fenster! Das ist gefährlich! Haltet euch vom Fenster fern! Du, hallo? Zum Fluss, aber Cheng hat Panzer. Hallo? Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir müssen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Wir werden uns. Chengs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Du Scheiße. Bleib hier und schütz dein Kind. Los, Wrecker, Bewegung. Los, alles klar. Wir machen uns auf den Weg. Ja, natürlich sehe ich die Panzer. Wir brauchen Sprengstoff gegen die Panzerung. Greg, in das Sichtgerät. Such etwas, das wir nutzen können. Ja, wie ging das nochmal? Ah, mit cool lange, ne? Alter, ich will gucken. Zoom ich? So, zoom ich nicht. T. Hinten. Ich sehe da doch was. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Egal. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Los geht's. Der patrouillierende Panzer ist uns im Weg. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Was ist mit dem Gebäude? Ja, wir gehen hier einfach mal rein. Sicher ist. Und hier ist, glaube ich, hier gibt's auch. Ja, hier liegt was. So. Wir haben eine hochexplosive Panzerabwehrmine, die explodiert, sobald ein Fahrzeug unmittelbar in Nähe befindet. Vorbei ermöglicht sogar Gegenfahrzeuge mit schwerster Panzerung einen Mobilitätskill. Die Slam, auswählbare leichte Angriffsmunition, die entweder als improvisierte Panzerabwehrmine oder als klassische Landmine gibt. Auf ihre Spannung geringer ist, als sie mir ermöglicht, sie doch viel Mobilitätskill. Alles klar. Nehmen wir mal die und das mit. Alles klar. Und da unten fährt er lang. Okay, er fährt doch da lang. Ich glaube aber, der fährt auch hier lang. Er dreht jetzt das hier vorne. Hier ist er ja eben lang gefahren. Deswegen lege ich hier erstmal ein paar Minen hin. Einfach mal so. Ich glaube, in dem Gebäude ist noch mehr Sprengstoff. Alter. Er geht auf uns los. Okay, er kommt. Shit. Ich locke ihn hier zu den Minen. Hin. Los. Fahr da hin drauf. Fahr da voll drauf. Bam! Scheiße. Er steht nicht drauf. So. Sehr gut. Vorsicht, Wrecker! Noch ein Panzer! Boah, das war echt knapp gerade. Ich lade nochmal kurz auf. Wir haben immer noch das gleiche drin, sehr gut. Wow, holy shit. Sehr leise. Ich komme.
Los, 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 fahr da drauf, fahr da drauf. Einfach jetzt geradeaus, gerade jetzt geradeaus. Scheiße, scheiße, scheiße. Fährt nicht so wie. Fährt nicht so, wie ich eher fahren sollte. Für meinen Geschmack. Wow, holy shit. Renn! Wow. Boah, das war mega knapp gerade. Heidewitzka. Boah, die Skyline sieht aber auch echt geil aus. Alles klar. Einfach schön. Liegen wir in der Zeit. Schlecht. Wir müssen rein. Sofort. Gehaftet, gleich davon. Los, wir müssen Bomben besorgen. Hey, wir haben hier Zivilisten. Bitte. Wo denn? Ah, da. Hoffe ich doch auch. Und wie kommen wir jetzt hier drauf? Ah. Man öffnet ganz normal die Tür, alles klar. Wir springen fast hinten runter. Kack, alles okay? Ja, klar. Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot, over. Hier, Fortress. Okay, Beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade ein Speedboat, over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone, steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lageberg. Was zum Henker? Irish, was zum Henker ist da gerade passiert? Das sah aus wie ein EMP-Schlag. Oh mein Gott. Keine Sorge! Der zerstört Elektronik, keine Menschen. Sehr gut. Wir müssen die Leute hier raus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone, komm! Scheiße, alles tot. Sieh mal die Boote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack. Folgt uns! Wir bringen uns zur USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf. Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone, kommen, over! Fortress, hier ist Tombstone, kommen! Ich glaube. Was war das denn gerade? Interessant. Alter, was für ein Henker. Fahren wir einfach mal durchs Boot durch. Beeilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um meine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Seit wann haben wir denn eine Frau an Bord? Interessant. Yo. 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 Wrecker. Was gibt's? Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Gäbe es überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Jo, hau rein. Sieht so. Jetzt sah so wie du Toter, ey. Geil. Ja. Dann laufen wir mal zu Irish. Hallo? Lampen auf dem Mitteldeck. Okay. Die sind überall nur Schlafkabinen. Dass wir Navigation, Sonar und den Kühlungsscheiß auch noch verlieren müssen. Das ist die lange Liste. Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Diesel sei Dank. Warum das? Keine Zündkerzen. Zum Glück liefen die Motoren, als uns das EMP traf. Die wurden nie abgeschaltet. Ach, hat jemand den Schlüssel verloren? Hm.
Nee, hat keiner. Erstmal hier öffnen. Hallo. Wow. Alter. Das Tor zum Grafikspektakel oder was? Okay, ich komme, ich kann super Mandarin. Das EMP ist denn hier? Übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Mhm. Verstanden? Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder zum Laufen bringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Fangt mit Abschnitt B4 und E9 an. Seht mal, wie weit ihr kommt. Und cool. Stamper, Underwood. Ich habe schon wieder eine Meldung, dass der Raum unter dem Fahrzeugdeck vollgelaufen ist. Seht euch die Pumpen an, da kann was nicht in Ordnung sein. Okay, ich denke, das schaffen wir bis zum Schichtwechsel. Ich sehe es mir nochmal an. Okay. Ja. Also ich warte hier natürlich immer, wenn die was sagen. Damit wir das doch alles mitbekommen. Beziehungsweise ihr. Wow, ist das hell. Hallo. Wie geht's dir? Alles easy? Jo, das ist cool. Da geht's nicht lang, ne? Ach, du stehst im Rotlichtbereich. Ja, alles klar. Hier ist also der Strich des Schiffes. Und da hinten ist noch einer. Oh, Gott. Kleines Feuerwerk können wir hier auslösen. Oh, schicke Helme. Schön. Oh, Kantine. Leg ja? Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Also ich glaube, die sind nicht so happy, dass all... wie die ganzen Leute geholt hat. Erwischt, die alle mitgebracht hat. Moin! Hey, du. Hat vor einigen Minuten gesprochen. Moin, Pack. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, ich. Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Haha, hat es sich aber gegeben. Nicht den Halt definiert. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ja, ist klar. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos, gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren ein Fahrzeug. Ein leerer Zettel. Ich endlich wieder vertragen? Angebunden mit Siemens Dufthaken. Nicht den Heil definiert, das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Alter, liegen natürlich alle Kranken, die wir mitgebracht haben. Das Ganze ist doch total lächerlich. Danke, Chinesen. Wenn Admiral Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Wo geht's denn hier hin? Na, ich folge dir einfach mal. Unauffällig. Wow. Wow. Alter, das Schiff ist ja riesig. Wenn ihr so fette Helikopter unten drin parken könnt. Alter, Hammer. Ich guck da jetzt mal ein bisschen zu. Ich will sehen, wie der startet, um ehrlich zu sein. Ach, was zum Henker, der fährt jetzt nach oben. Alter. Wie krass ist das denn? Das ist ja voll geil. Elevator? Geil.
Das ist cool gemacht. Irish ist voll in Ordnung. Er bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhang. Der anderen Seite wird man das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish's. Ich hab gar nichts gesagt. Also ich bin ja hier eh stumm, den ganzen Spiel. Back. Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon, Mann, du glaubst doch diesen Season der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ja. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Das wäre dann ich. Und da ich hier... Jetzt unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Dafür ist größer als sie. Und deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Ja, und ich bin ja Squadleader, aber ich sag ja nicht so viel in dem ganzen Spiel. Ich glaube, wir sind so taubstumm oder so. Wieso mache ich eigentlich die Türen immer für die auf? Ich bin Squadleader. Wieso soll die Türen für mich aufmachen, ihr Penner? Wo ist jetzt eigentlich Irish hin? Hä? Willst du mich verarschen? Der ist doch... Wow! Los! Oh mein Gott. Ah, ja, die wurde ein bisschen entdeckt. Brennt ein bisschen. Und das ist immer noch ganz okay. Nicht zu fassen. Alter, was für ein Schiff. Das ist nicht gut, Mac. Tombstone! Zum Geier ist Tombstone! Ja. Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir! Los, Pack, los, Irish. Meine. Ja, geht natürlich vor. Ich wieder hochlaufen. Geil. Oh, Irish, dein Hintern riecht aber heute wieder gut. Hm. Moin. Ihr Bett. Tombstone meldet sich zu Diensten. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versenkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Eintreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Alles klar. Also ich mag ja Irish. Ich finde Irish total nett. Also ich finde den super. Wir nehmen erstmal hier mit die Ska-H. Natürlich, die Ska-H. Wird es gedacht. Und Sekundärwaffe mal. Schrot würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen wollen. Hier war hier einfach noch so eine Personenschutz-Dings-Bums hier. Nur und hier einfach mal noch mit. Und natürlich die Atem. Was, ist ja klar. Dann wollen wir mal. Ich habe ein Rip klar gemacht. Los. Los geht's. Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Komm, Irish. Hier ist alles easy. Wir sind halt einfach das beste Team. Deswegen wollen sie uns. Und ich gehe erst an Steuer. Wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich hoffe... Euch gefällt Battlefield 4. Lasst es mich wissen, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch natürlich disliken. Aber dann bitte nur mit Begründung. Ja, jetzt hält die Schnauze, ich mache hier gerade eine Abmoderation.
In der Fresse. Ist okay? Ist okay, super. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ahoi.